Ich frage ihn wirklich mal direkt, was könnt ihr mir Herr sagen über die Gesetze der Nachfolgeübersammlung? Ich plage mich nicht mit den Gesetzen der eroberten wilden Lande, nur damit die Korruption aufzulösen. Sprich mit Schicksalsbinderin Kallio. Sie hat einen angeleiteten Groß. Sie hat diesen Angelegenheit. Sie hat diesen Angelegenheiten großes Interesse entgegengebracht. Das ging sogar weiter, als ihre Position erlauben sollte. Ich habe keine weiteren Fragen. Vorerst, dann mach dich auf den Weg. Gut. Ich frage mich echt, warum der immer wieder anfängt zu blinken. Das heißt, wir gehen mal hier die verfluchten Altmauern. Lup, das geht wirklich ziemlich schnell, muss ich sagen. Wenn wir hier nämlich noch ein Artefakt finden, das wir zum Beispiel Beric geben könnten, dass der mal eine mächtige Waffe hat, wäre das cool. I'm not one for superstition, but every hair on the back of my neck is standing at attention. Calm yourself. There's just a chill in the air. No, it's something else. Ich gebe nichts auf Aberglaube, aber jedes einzelne Haar steht mir zu Berge. Beruhige dich. Das war nur eine kühle Brise. Nein, es ist etwas anderes. Okay, da sind auf jeden Fall Feinde. Also. Bereiten wir uns. Will do. Nein. Right. To battle. Auf sie vor. Das sind diese blöden Explosionsviecher. Wer weckt sie so auf dich? Pay attention, kids. You might learn something. I'll tear your skeleton out by your rat. So, Herzschuss. Auch wenn der nicht viel bringen wird. Heilung über Zeit auf die beiden wäre auch mal nicht schlecht. Bei dem machen so wenig Schaden. Will do. Die machen nur Schaden, wenn sie explodieren, genau. Schläfriger, giftfaulender Verstand. Okay, da sind diesmal zwei Plagen. Was ist da wieder auf mich gewirkt? Versengen. Ist das doch auf mehr Leute gewirkt? Ja. Das wird wahrscheinlich von der Explosion her wirken. Deswegen warten wir mal kurz, bis das abklingt. Dann müssen wir erst die beiden Plagen loswerden, bevor wir das Vieh loswerden. Es ist immer noch blöd, dass Lyra ein ganzes Level hinterherhinkt. Einfach darum, weil sie nicht viele Sachen bufft. So. Trouble is afoot. Ja,
Wir ziehen uns etwas zurück, dass nicht die anderen Plagen angelockt werden. Mehr Schaden und mehr Schutz. Und dann eisen wir das Vieh gleich mal weg. Sorry, can't do that. That's how it's done. Right. I'll tear your skeleton out by your... Erstmal die Plage weg. Du heißt gleich mal Lyra. Die kriegt nämlich was auf den Deckel. I'll take care. Am besten auch noch über Zeit. That's how it's fucking done. Take me if you can. So. Und weg. Will do. Oh je. Zwei Heimtücke und zwei Plagen. Das könnte lustig werden. You got it. Das war der falsche Zauber. Das ist der richtige. Oh, eine ganze Menge Plagen. Send me your... Gut. Du gleich mal das auf Lyra. Du tauntest. I will aid you. I'll tear your skeleton out by your ass. Gut. Lyra gleich mal rein. Lantry, was machst du da? Du heißt auch gleich mal Lyra. Du tauntest wieder, du machst mal mehr Damage. Okay, wir stehen gerade in irgendwas Bösem drin. Ja, Lantry heilen, Beric angreifen. Lantry, du heilst Lyra. Der ist fast tot. Lantry kann sich leider nicht selber heilen, das ist schlecht. It's a hit. Heil dich mal über Zeit, du heilst ihn auch über Zeit. You got it. Gut. Ihr habt's nicht so mit Frost, also attackiere ich euch right. Mit Frost. Did I always have... At once. Lyra heilen. Das war nicht viel, deswegen heilst du gleich mal nach. Ich weiß, dass Lyra niedrige Gesundheit hat. Okay. Noch weiter kann ich mich leider nicht zurückziehen. Are you afraid of death, Worm? Sorry. Nein, ich will das nicht verschieben. Ich will... Achso, die kann ich nicht. Gut. Einmal. Lyra. I'm going down.
das klappt nicht. Mach das mal. Und du versuch ihn mal zu versteinern. Oh, got dark all of a sudden. Du heißt Maletri. Und dann. Honey. Heißt das Fieber zu Tode? Apologies. Right. Du heißt nochmal Netflix. Ach, wie auch immer das möglich ist. Landry, du heizt dich mal selber mit dem Schnellzauber. I got it. Und Billy Barrick mal wieder. Okay, mal kurz gucken, wie viele Wunden hat Barrick? Eine nur. So, ja, beide mal Barrick. Barrick versucht ihn mal zu versteinern. Ein Eis. Can't take much more of this. Heilt den Schicksalsbild um Gruppenmitglieder schnell durch einen Schub. Oh. Soll ich mal benutzen. Das hätte ich viel früher benutzen sollen. Ich dachte, das heilt nur mich. Also den Schicksalsbilder und nicht alle Gruppenmitglieder noch. I'll omit that from the record. So, noch etwas mehr Schutz. Consider it done. Barrick heilen. So, Lyra hat jetzt... Wie viele Wunden? Haben die Wasser den Wunden gedreht, dass das nicht keine Auswirkungen mehr auf die Fähigkeiten hat oder was? Ah ja. Skillwachstum kann man sperren. Was auch immer das jetzt noch bringen soll. Da sind Zeug hinzugekommen. Right. Okay. Das hier ist ein Schlachthof. Hm. Ich sehe die Quest leider immer noch nicht. Aber ich habe was bezüglich der Türme. Mein lieber Schicksalsbinder. Es ist ein schlecht gehütetes Geheimnis, dass Binnen Marks Arbeit eher das Töten von Bedrohungen involviert, bevor diese zu einem Problem werden. Na, das lese ich nachher vor. Schnappe ich mir jetzt mal das Schwert. Die Beherzte. Bist du ein Einhand? Ja. Als deine Hand das Heft des Schwertes berührt, strömt ein Gefühl durch deine Arme, als hättest du sie in warmes Wasser getaucht. Das Gefühl ist derart überwältigend, dass es dir den Atem raubt. Die Beherzte.
Während des Feldzugs im unbeugsamen Land sah ich zu viele Freunde dieser Klinge zum Opfer fallen. Die Einheimischen scharten sich um sie und sangen Hymnen, wenn sie gezogen würde. Für die Unbeugsamen bedeutet sie ebenso viel wie Wachplatz.